haben 11 Uhr türkische Zeit. Bei euch, wenn ihr in Deutschland oder Österreich oder so seid, ist erstmal 9 Uhr. Wir sind schon auf der Straße Richtung Alanya. Wir fahren ins Landesinnere. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Kann ich mal raussuchen. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich bitte die Route ein bisschen mitteilen kann, wo wir so lang fahren. Einen Moment, Livia. Ich suche mal eben den Ort raus. Und zwar ist das Afyonkarahisar. Da ist ein Stellplatz, der ist gratis, der ist mit Strom, Wasser, Toilette, Entsorgung, Dusche, Waschmaschine, Hunde erlaubt und der ist ein kostenloser kommunaler Campingparkplatz. Ist das nicht der Wahnsinn? Gratis, sogar angeblich auch die Waschmaschine. Unglaublich, die Türkei. Wir sind so begeistert nach den ersten 3 Tagen. Soll ich leise sein? Ach, ein Flugzeug, deswegen. Eine Köfterei. Ja, Essen lecker, Menschen nett, wunderschön. Der Muezzin hat uns heute Morgen um knapp 6 Uhr, glaube ich. Ich habe erst. 5 Uhr rennt der immer los. Ja, 5 Uhr? Aber. Ich finde das ehrlich gesagt voll angenehm, weil man ist dann vor Sonnenaufgang wach. Ich mag das. Ehrlich, vor Sonnenaufgang wach zu sein. Ich würde mir nicht den Wecker stellen, weil ich es nicht muss. Aber wenn der Muezzin zum Gebet ruft, das ist so ein Gedenkmoment irgendwie, wenn er das mehrfach am Tag macht. Ich finde es schön. Man muss hier ist ein richtiger Park hier, ist ja kein Rastplatz, ja. Da ist ein Rastpark. Wir sind jetzt hier auf einer Raststätte draufgefahren, weil wir noch mal tanken wollten. Wir haben 400 Kilometer vor uns und kommen mit unserem Sprit noch 300 weiter, weil wir nicht wissen, wie gleich die Infrastruktur ist im Landesinneren, tanken wir. Schreibt mal, gibt man den Trinkgeld, weil hier ist so Tankservice immer in der Türkei. Die kommen und tanken voll. Und hier kostet 1 Euro der Liter, habe ich gerade gesehen. 24 türkische Lira. Vielleicht 1,20 Euro oder so. Warte, Livia, was machst du da? Siri ist da, ne? Ja, wir haben Internet sehr, sehr viel. Wir haben nämlich mit Turkcell haben wir 200 Gigabyte bekommen für 16 Euro. Deswegen brauchen wir nicht sparsam sein. Das ist 30 Tage gültig und wenn das alle ist, weil wir, also im Normalfall brauchen wir so 500 Gigabyte im Monat. Wir haben da mal drauf geachtet. Ja, da guckst du Fotos, ne? Oma, Opa und Livia sind da, ne? 500 Gigabyte im Monat und das wären wir ja gerade mal bei 30 Euro oder 35 Euro. Ja, deswegen ist das nicht so schlimm. Der Abschied heute Morgen von unseren Freunden, die sind uns ja ans Herz gewachsen, die Hunde und die Katzen, die waren so in Istanbul so lieb und der Smurfy hat Katzen kennengelernt. Der ist ja immer ausgerastet bei Katzen. Ist ja der Mond. Ja. Aber wir haben festgestellt, wenn er hin darf und die nicht weglaufen, dann macht er gar nichts. Dann ist er einfach, schnüffelt den am Pöschka und ist zufrieden. Ich glaube, wir kriegen die Scheibe gewaschen hinten. Ja, also war das dann immer so. Wir kriegen alle Fenster gewaschen. Wow, es ist so cool. Das ist so cool. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Oder in Ungarn oder überall? Das sind Jobs, die kriegen Geld dafür. Wir haben saubere Fenster, freuen uns. Das ist doch cool, oder? Ich mag das. Und, Smurf, jetzt kannst du wieder rausgucken, ne? Was wollte ich noch sagen? Ich weiß nicht. Bin immer noch geflasht einfach von der Türkei. Nichts, ich erzähle Mama, einfach nur. Mama. Ich weiß nicht, was gibt man dafür? 1 Euro? Mama. Jetzt verhältnismäßig für das, was wir so bezahlt haben jetzt in den letzten Tagen im Restaurant. Ja. Schreibt mal, wie viel hättet ihr gegeben? Der hat getankt und die Fenster geputzt. Wir haben zum Beispiel, wir essen ja kein Fleisch und wenn wir ins Restaurant gehen, dann sagen wir so, ja, halt vegetarisch, vegan und dann stellen die uns den ganzen Tisch voll und Chai und alles. Das ist richtig lecker, super Service.
Es würde mich gar nicht stören, irgendwie, wenn es gar nicht schmecken würde. Also, ich würde es zwar nicht essen, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil die so nett sind. Ja, die sind so unfassbar nett. Unfassbar kinderlieb sind die. Und dann zahlt man zum Beispiel umgerechnet 13 Euro für so ein ganzes Essen, ganze Tisch voll Essen. Warte, was machst du, Livia? Mama. Livia, möchtest du das gucken? Da musst du hier, warte. Da, da kommt dein Flugzeug wieder. Na? Okay. Ja, jetzt, wie gesagt, haben wir getankt und fahren ins Landesinnere. Das Wetter ist angenehm, wir müssen nicht heizen, wir haben um die 20 Grad. Ja, was gibt's mehr zu sagen? Smurfy mag die Katzen jetzt. Chai on to go von der Tankstelle. Was kostet der? Ist jetzt Teebeutel. 27 bezahlt für drei. Also gestern im Restaurant hat ein Chai 7 türkische Lira gekostet, 27. 9. Aber ich habe einen Teebeutel gekriegt, dreimal Zucker für jeden. Wow. Gerührt schon oder geschüttelt? Ich habe schon gerührt. Linksrum, rechtsrum? Nein, aber Lipton Yellow Label, der riecht echt gut. Ich liebe Chai. Von meiner Mama, die Nachbarn früher. Wann? Englisch? Sorry. Ach, die gucken wegen dem Auto. Die hatten die Aufschrift auf unserem Auto gesehen und ja. Waren interessiert jetzt. Wir sind YouTube-Producer. Hat er gesagt? Ja, ja. Voll happy gewesen. Und dann waren sie alle happy. Echt? Ja, die sind so unfassbar gastfreundlich und nett. Jedenfalls wollte ich erzählen, dass bei meiner Mama... Okay, da drin hat wieder freundlich gelabert. Oh, Bayern München. Ich so, nee, hau ab. Doch, beste Verein. So ein bisschen rumgefloskelt. Also meine Mama früher, die Nachbarn waren türkischer Abstammung und die waren so nett. Boah, wenn da Tee gab, lecker. Ich habe den immer schon geliebt, diesen Chai-Tee. 1.180 türkische Lira bezahlt. Ja, Liter Diesel war ein etwas 1,25. Über... Ja. Unfassbar. Ja, 62 Euro haben wir bezahlt. Also... Ich frage mich, wenn Türken nach Deutschland auswandern und die grimmigen Gesichter sehen. Verstehe ich das. Die teilweise in Deutschland so sind. Ja, die sind hier so, also alle lachen, alle haben gute Laune. Das ist so ansteckend. Ja. Nein, sind ja nicht alle so. Aber nein. In Deutschland ist es halt hektischer und schneller alles. Und ja. Nicht so gechillt wie hier. Ja. Wir standen halt mit drei Leuten jetzt an der Tankstelle und haben Späßchen gemacht. Ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob ich euer Auto wieder rausziehen sollte. Nein. Etty, mach Platz. Ja, das ist wirklich, ne, die Mitarbeiter, die jetzt hier halt Fenster reinigen und so, die kamen jetzt halt zu uns und hatten die Zeit einfach, es hat nur eine Minute gedauert, aber wenn die das bei jedem Auto machen, dann ist ein Arbeitstag schnell rum und in Deutschland wird sofort der Chef mit der Peitsche daneben stehen. Wir ja auch, wir waren ja auch Chefs in Deutschland. Ein Pass ist weg. Moment. Pass ist wieder da. Kurzer Schock. Alles gut. Ja, egal. Wir waren ja selber auch Chefs und wir standen auch mit der Peitsche daneben, in Anführungsstrichen. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das Leben ist einfach gechillter. Ich glaube, das ist wirklich gut für die Seele. Bist du ein bisschen besser orientieren jetzt hier? Ja, dann halt noch mal an. I feel it.
So, wir machen Rast. Müssen aufpassen. Seht ihr die Hunde? Die kamen gerade in der Gruppe zum Smurfy und haben richtig die Zähne gefletscht. Da haben wir Smurfy direkt wieder ins Auto. Jetzt versuchen wir es nochmal eben schnell, nur dass der Pipi machen kann. Hat er jetzt. Fein, komm ab. Ja, wir haben die nächsten Storys zu erzählen. Jetzt sind wir wieder im Auto auf der Autobahn. Den hat Livia geschenkt bekommen. Also, das Doofe war jetzt nach der Autobahnraststätte. Es war keine Auffahrt. Es war einfach keine Abfahrt und keine Auffahrt. Einfach nur der Haltestreifen. Den kann man dann zum Beschleunigen nehmen. Also in Deutschland wäre das der Haltestreifen. Oder gerade war auch einfach neben der Autobahn waren so 5 oder 6 Obststände Markt. Ja, hier so einfach ein Geschäft an der Autobahn. So. Für uns völlig, gibt's nicht. Bei uns gibt's ja Raststätten hauptsächlich, also nur Raststätten, wenn überhaupt. Und Ausfahrten. Aber hier, guck, jetzt kommt ein Auto. Der steht einfach hier am Rand. Pass auf. Da ist er, fährt rückwärts. Ach, ich musste doch zur Tankstelle. Der Papp-Polizei-Auto. Jedenfalls war das jetzt so. Oh, ist kaputt gerissen, dein Ring. Den kannst du trotzdem essen. War das jetzt so, dass ja Smurfy, der war jetzt im Auto mit Calvino, als wir dann eben auf Toilette gegangen sind, weil das ja jetzt mit den Hunden so ein bisschen komisch war. Und dann waren wir halt drin auf Toilette und dann wollten wir uns einen Kaffee holen. Und da waren halt so Frauen an der Theke. Und dann haben die haben sich fast überschlagen vor Freude. 3 so Frauen, oh, wie alt. Also haben wir nicht verstanden, aber so hat sich das angehört. Oh, ist die süß. Und dann, ja, wie sie heißt, wollten sie wissen, haben wir hinterher mit Google Übersetzer herausgefunden. Vorher nicht. Ja. Und dann hat die Frau so die Arme, dass sie Livia auf den Arm nehmen wollte. Und Livia ist zu ihr auf den Arm gegangen. Und dann warst du bei der Frau auf den Arm, ne? Ja, ist sie mit ihr in die Küche und oh, guck mal, ich habe die auf den Arm genommen. Oh, und die hat keine Socken an. So, was man so meint, was sie gesagt haben. Ja, haben sie ihr ein Stück Kuchen gegeben und oh, und haben sie ihre Enkel oder Kinder, ich weiß es nicht, gezeigt. Ganz stolz und ja. Ey, Livia! Bist du doof? Schmeißt sie ihren Kuchen und Smurfy. Ja, ein Stück abgebissen hat er. Isst du das noch? Ja. Immer. Boah, guck mal die Molly an. Nicht, Livia, nicht schmeißen, dann gib her. Nee. Ja, ich kann gerade nicht gucken. Du kannst das essen, ja klar. Du kannst das alles essen, aber festhalten. Ja? Festhalten. Zwei Kaffee. Haben gekostet 2,50 ungefähr jetzt. Ja. Falls jemand zuschaut, der Türkisch spricht, bitte nicht lachen. Wir haben so ein bisschen Türkisch gelernt, ein paar Wörter, ein paar Brocken. Und es ist sehr schwierig natürlich für uns mit der Aussprache, wegen dem R. Das machen ja so. So zum Beispiel Dankeschön oder Danke heißt Teşekkürler. Oder so, Teşekkürler. Und ich sag das dann und dann hören die erst so, dann freuen die sich total. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe die Zahlen gerade gemacht. Bir, iki, üç, 1, 2, 3. Trecker fährt einfach auf dem Seitenstreifen. Und ich hatte aber früher mal gelernt, in der Schule oder so von einer Freundin, iki, bir, üç, also 2, 1, 3. Oder es ist so hängen geblieben bei mir. Jetzt muss ich dann erstmal umdenken. Aber es ist. Ich habe immer gedacht, dass Bier. Ja. Bier, so habe ich gesagt, ne? Bier. Bier geben. Bier. 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 Sag mal Bier, Livia. Ja, hier friss Etty. Friss den Keks. Ja, jetzt hat er ihn. Warum bin ich denn früher, weil ich die Stadt gelaufen habe, gerufen? Bier, wo wir wollen. Bei den Türken müssen wir schon gesagt haben, dass immer zwei. Ja, aber vielleicht konnten die auch einfach Deutsch und wussten, dass sie ein Getränk meinen. Ja. Bier, iki, üç. Und 10 ist on. On. Was ist da? Da ist die Fest, ein iPad, ne? Ja. Ja. Ihr
sehr interessant. Es ist so, also ich habe mir die Türkei total anders vorgestellt, aber es ist toll und es ist wirklich was ganz anderes zu Europa. Die ganz, also wenn man die Moscheen sieht aus der Weite, diese Gebetstürme, es ist sehr orientalisch. Ja. Etti. Also wir sind bis jetzt sehr positiv überrascht und begeistert. Ja. Wir sind angekommen in Akko Nishafa oder so. Das ist ein geiler Stellplatz. Ne? Guck mal, der ist wirklich gratis. Riesengroß. Angeblich eine gratis Waschmaschine, gratis Duschen, gratis Strom, gratis Wasser. Alles umsonst. Stadion. Eingezäunt. Ich glaube, der Smurfy kann hier freilaufen. Das ist eingezäunt. Ach, da hinten ist alles offen, hat der Bernd gerade schon gesagt. Bitte? Ich habe auch überlegt. Es ist schon komisch hier. Ich finde, es ist extrem komisch. Hier ist alles, hier ist gar nichts. Hier ist einfach, also ich glaube nicht, dass uns was passiert hier nachts. Habe ich keine Bedenken. Mhm. Aber ist halt nichts Besonderes hier. Und jetzt können wir die 2 Stunden oder 3 Stunden dranhängen. Mhm. Dann lass uns da anrufen. Ich würde einen. Ich will eine Fahrt hier kurz mit meinem Auto machen, 10 Minuten lang. Weil hier kann ich perfekt schnell fahren einmal. Ja, machen. Wir machen jetzt hier Essen. Ja? Mama. Warte, wo habe ich jetzt den Schlüssel? Hier. Hier, zieh mal deine Jacke an. Alles okay bei dir? Du bist so Kackiwurst. Ich bin halt eine Kackiwurst. Hier, Levi. Deine Jacke. Also. Was ich sagen wollte. Taschen? Da sind die Taschen. Der kriegt auch Hat er schon Essen da drin? Ja. Essen, ich laufe jetzt mit ihm eine große Runde und dann fangen wir an. Bitte? Nein. Ja, Livia. Ich wollte euch hier eigentlich was sagen. Es ist kalt. Hier sind heute Nacht -3 Grad. -3, Livia. Mama. Ja. Ich möchte jetzt. Komm, wir gehen jetzt laufen mit dem Schmuck. Du kommst mit, ne? Der Calvino holt sein Auto. Jetzt sind sie 13 Grad. So, wir gehen jetzt laufen. Komm, Smurfy, renn. Und warum was denn? Hol doch jetzt. Fahr. Mit deinem elektrischen Auto. Brr, kalt ist es. Wir haben jetzt so 12, 13 Grad hier. Das sind in Alanya nachts. Ja. Also, es sind noch 200 Kilometer oder so. 212 bis Alanya. Und das war so, wir standen hier an einer Kreuzung gerade, kurz bevor wir hier angekommen sind. Und dann lief jemand rum an den parkenden Autos oder an den roten. Ich stand halt an der roten Ampel und dann lief einer rum mit Krücke und Maske und hat gebettelt. Hat an, okay, an jeder Fensterscheibe geklopft. Ja, und dann war so die Frage, geben wir was oder geben nicht? Es tat mir natürlich leid, wir wollten ihm was geben, aber. Ich hatte Schiss, dass wenn wir die Tür aufmachen, dass er reingreift oder was auch immer. Deswegen haben wir nichts gegeben. Niemand hat was gegeben. Etti. Oh, ja, und deswegen ist jetzt so das Gefühl, lasst uns abhauen. Und deswegen werden wir jetzt Essen warm machen, laufen, rennen und dann fahren wir nach Antalya weiter, würde ich sagen. Ich gucke jetzt mal nach dem Campingplatz da, kontaktiere da jemanden, versuche jemanden anzurufen und dann schauen wir mal.
So, wir sind angekommen. Wir haben noch nichts gesehen. Nur wieder eine. So, jetzt. Ich hab da dran gerochen. Ich weiß gar nicht, was es so schlimm daran ist. Das riecht gar nichts. Ja. Dann ist das super. Also, wir hatten gerade keinen Strom. Wir so, scheiße, kein Kühlschrank, keine Heizung, falls wir sie brauchen, kein gar nichts. Aber Papa hat alles repariert. Wir haben unterwegs Toiletten gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen Bolognese-Soße und Nudeln kochen oder einfach heißes Wasser und Yum-Yum-Suppen. 5 Minuten Terrine. Weiß ich nicht, brauche. Du hast den Hunger. Mir reicht ein Yum-Yum. Ja, dann machen wir Yum-Yum jetzt. Wir gehen schneller. Wir haben nämlich, keine Ahnung, 12 Uhr. Wir haben nach 12. Wir gehen jetzt schlafen. Wir waren schon am Meer gerade, Calvinus, Murphy und ich. Es sieht wunderschön aus, selbst im Dunkeln. Ja. Viele Palmen. Ich zeig's euch morgen. Schöner Sternenhimmel. Die sagt, er ist ohne Palme. Er hat auch schön sein Geschäft verrichtet, palmenmäßig. Danke fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische aus Kitzitok oder so sind wir.